Chat ist da. Ich hoffe, es ist jemand da. Kann mal jemand, wo ist der Stefan? Stefan! Hallo. Magst du mal gucken, ob wir live sind? Ja. Das wäre ganz gut. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ah, sehr gut, erstmal Werbung gucken, finde ich auch schön. Hallo! Wir checken gerade, wir gucken gerade noch Werbung. Haben wir ein Bild. Ja, finde ich super. Er ist auch schon bei dir. Er ist schon live hier, guck. Ich bin schon live. Wir können einsteigen. Ah, du bist schon live. Perfekt. Hallo. Hallo. So. Du guckst immer noch Werbung. Ja. Finde ich super. Danke für den Support, Stefan. Aber es scheint aber da passiert schon was. Ach ja. Ja, perfekt. So, Chad, das heißt, da steigen wir jetzt ein. Und zwar in diese wunderschöne Gondel. Was diesem netten Herrn da gehört, der uns fliegen lässt. Schöne Grüße. Und ich würde sagen, einsteigen. Da ist David, da ist Indy. Wir haben Indy vergessen. Indy klebt gleich unten am Zeppelin, am Luftschiff. Zeppelin ist falsch. Da. Tschüss, Indy. So. Das ist David. Hallo. Hallo. Hier ist mein Plätzchen. Oh, das wird sogar schon freigehalten. Ich habe so viel in den Taschen. Ich komme gerade mit dem... Ach. So. Hallo, David. Ah. Hallo, Chris. Ich gurte mich jetzt hier mal an. Oder ich werde angegurtet, eher gesagt. Da unten. Das mag ich ganz gerne. Dankeschön. Sicher verstaut. So. Ein Mikrofon bekomme ich auch noch. Kopfhörer. Ah, perfekt. Dann können wir uns auch unterhalten. Hallöchen. So, bereit zum Abflug. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Oh. Hast du keine Angst? Nee, Chad, ich habe überhaupt keine Angst. Während wir starten, wird es ein bisschen lauter, weil da oben gefeuert wird. Da ist Indy. Es ist... Wir brauchen heiße Luft, um zu starten. Das heißt, während wir starten, wird es ein bisschen lauter, aber danach wird es wieder entspannter. Gimbal oder Schlaufe? Beides. Pete's Meat Style haben wir beides hinbekommen. Moin zusammen. Da liegt er noch. Ja, also, das da ist für unseren Auftrieb zuständig, das die heiße Luft. Und die brauchen wir halt gleich, wenn es losgeht. Also,
Ich höre auf dem Vordermann. Auf dem Ohr hören wir übrigens, glaube ich, etwas von der Versicherung. Schon ein bisschen hoch. Also. Würden wir da echt in die Buchs machen? Nee, alles gut. Also, man sitzt hier so ein bisschen wie im Kettenkarussell. Ah, noch nicht mal. Also, Kettenkarussell ist schneller als das hier. Es geht einfach sanft nach oben. Währenddessen erzählt mir irgendeine Dame auf Englisch etwas zu den Flugsachen. Ich hoffe, das Internet ist gleich auf der dementsprechenden Höhe gut. Und ein Ballon fährt man und fliegt nicht. Ach, das wusste ich gar nicht. Aber das ist ja ein Luftschiff. Vielleicht fliege ich das ja. Schalt mal auf Third Person um. Also wir haben hinter uns, haben wir noch ein bisschen, da sind noch Gasflaschen, damit wir noch ein bisschen mehr Sprit mit dabei haben sozusagen. Und ich kann euch mal den Zeppelin noch, den Zeppelin ist übrigens verboten, ist ein Luftschiff. Richtig. Ja, also da ist Feuer. Da ist Indiana Jones. Und mittlerweile sind wir schon ein gutes Stück hoch. 325 Fuß, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ein Luftschiff schwimmt natürlich. Na klar. Guck mal, da hinten ist der Dom. Also. Ja, höher. Okay. Würde mir so in die Hose machen. Nee, alles gut. Flieg mal. Ja, wir fliegen doch. Wo ist denn der Indianer? Wollen wir mal nach unten gucken? Da ist unten. Da ist er! Da hängt der Indy! Indy! Nur Barrel Roll! Nee, das geht nicht. Dann haben wir ein Problem. Wenn Sie nach links schauen, haben Sie rechts was verpasst. Ja, das ist doch schön da. Machen wir kurz unseren Piloten. David, wir hören die ganze Zeit was von der Flugsicherung, oder? Ja, genau. Also von Tower zu Flugmarken. Auf wie viel Fuß wollen wir hoch? Wir gehen so auf 700 Fuß. 700 Fuß, okay. Über Meeresspiegel. Aber der zeigt ja über Meeresspiegel, oder? Das ist, wir sind jetzt auf 600. Ach so. Kitchen, also nicht da die 400 Fuß machen, sondern da. Da sind wir auf 600 Fuß, wir wollen auf 700. Haben wir gleich erreicht. Ich würde gerne wissen, wie viele bei der Polizei anrufen. Ey, das ist exakt das, was ich hier dem Stefan, der von Bethesda da ist, was ich dem Stefan auch gesagt habe. Was meinst du, wie viele Leute hier anrufen? Da ist einer rausgefallen. Ist er noch da? Indy, wo bist du denn? Da ist er. Bester hat eine Drehgenehmigung 5. Das ist richtig. Ist doch echt angenehm, muss ich sagen. Man merkt, sobald man hier über den Rand hinauskommt.
Hier ist Wind. Also das kriegt man schon ganz gut mit, weil hier noch eine Scheibe vor ist. Bisschen windig. Ja, aber wir sind ja auch hoch. Und ansonsten ist das Feuer von oben, was uns halt den Auftrieb gibt. Wir sind gestartet im Süden von Köln. Wir fliegen nach Köln-Nord. In die Nähe, wo ich mal mit Bram gewohnt habe, nach Villastöckchen. Wir gucken auch gleich, wir fliegen wahrscheinlich den Rhein lang. Sobald ich da Sachen erkennen kann, kann ich mit meinem Finger drauf zeigen. Da gucken wir mal. Ihr seid nicht auf Flight Radar 24 zu sehen. Ja, das tut mir leid. Aber ist schon ganz gut. Die filmen auch selber. Mal gucken, ob wir da noch Material von bekommen, wo wir es zusammenschnibbeln. Was mir ein bisschen Angst gerade macht, ist dieser Gurt hier. Feuer! Das muss so. Ja, Wetter könnte optimaler sein. Eigentlich war das ja für morgen geplant, aber morgen geht wohl wegen den Winden hier oben gar nicht. Deswegen machen wir es heute. Oh, Bruder David, höre ich gerade anscheinend. Opa. Ja, ich mache mal wieder die Kamera andersrum, damit ihr die Aussicht genießen könnt. Hat bestimmt hüpft das Ding, ja klar. Dementsprechend ist hier halt kein Wind und hier merkst du halt ein klein bisschen Gegenwind, aber so krass ist das jetzt nicht. Da ist jetzt Zeppelin, Luftschiff, Entschuldigung. Allerdings können wir es von innen nicht so ganz lesen. Danke für den Restart. Fang lieber nicht mit Ober an, sonst sind die alle verwirrt. Ja, das stimmt. Wir sind jetzt über Marienburg. Kriege ich hier als Info aufs Ohr, Chat. Guck mal, da wohnt doch, jetzt machen wir nicht über den Finger scharf, da wohnt doch Felix, da hinten hat Peter gewohnt und da fliegen wir gleich hin, wo ich mit Bram gewohnt habe. km/h, ja, weiß ich gar nicht, wie schnell wir sind. Mit wie viel Knoten km/h fliegen wir? 10. 10 Knoten? Ja. Wie viel ist das jetzt? 18. 18. Also, auch da kann man wieder sehen, wir sind mit ungefähr 10 Knoten unterwegs, sind so 18 km/h. Falls ihr übrigens dieses Luftschiff seht, macht gerne mal ein Foto und verlinkt mich da drauf. Bei Instagram oder so. Fände ich sehr, sehr cool. Oh, guck mal da unten. Da die Hütchen, die sind aber schon ganz schick, oder? Muss man sagen. Da ist das schon nicht so schlecht. Wo geht's mit dem Ding hin? Wir fliegen nach Köln-Nord, irgendwo da hinten. Ist da das Villenviertel von Köln? Nee, glaube ich nicht. Also da sind halt so zwei, drei Häuser, das war's aber auch. Ist Indy noch da? Indy! Ah ja, Indy ist noch da. Boah, hier ist direkt Wind und kalt. Boah. Ah ja, da haben wir auch, da ist auch ein schöner Pool. Ach ja, machen wir das jetzt als Challenge, reinspringen. Nee, lieber nicht, oder? Könnte ein bisschen knapp werden. Zu langsam, da fehlt ein Nachbrenner. Nee, machen wir nicht schneller. Schneller brauchen wir nicht.
ist doch wunderbar. Wir haben nicht ganz so viel Wind, wie ich dachte. Die Lautstärke ist zwar vom Propeller da, aber hey. Auf Radarbox kann man das Luftschiff verfolgen. Codename Dorta. Aha, Mensch, ihr seid ja wieder fuchsig unterwegs. Hast du deinen Wassereimer dabei? Was? Weißt du, auf welcher Taste der Fallschirm ist? Ja, ja, da. Was machst du, wenn du hier austreten musst? Das ist doch ganz einfach, einfach da runterpinkeln. Ich hatte eigentlich gefragt, ob wir heute Kamelle schmeißen dürfen. Aber das wurde mir untersagt, weil heute noch kein Karneval ist. Macht ja Sinn. Kurz mal bei Sepp vorbeifahren. Nee, bei Sepp sind wir schon vorbei. Sepp? Sepp müsste eher da hinten irgendwo sein. Da ist rechtsrheinisch. In Köln die eher nicht so gute Seite. Bei uns in Düsseldorf eher die gute Seite. Da ist der TÜV. Der TÜV Rheinland, Freunde. Da fliegen wir mal kurz vorbei und holen uns noch einen Wisch ab. Guck mal hier, Schippgut haben die geladen. Da. Da sind meine Kohlen gelandet. Da sind meine Kohlen. Erstmal Adresse von Sepp liegen, ja. Da wohnt Sepp, Freunde. Irgendwo da. Ich wohne übrigens da. Weil ich Schiss damit zu fliegen. Nee, also wie gesagt, also du hast ja überhaupt kein Gefühl von Geschwindigkeit hier. Das ist, als würdest du schnell gehen. Und man hat ja hier, ne, hier kann man sich ja festhalten. Also alles gut. Das Ding hier ist sehr wichtig. Wenn ihr über Bonn fliegt, komme ich raus und winke. Ja, das wird nicht passieren, wir fliegen ja nach Köln-Nord. Ne? Da ist ja der Kölner Dom. Wenn ich nicht drauf zeige, seht ihr ihn trotzdem. Da ist der Kölner Dom. Und wir fliegen eher so nach Norden. Also Bonn wird schwierig. Wie schwer darf man für so eine Fahrt sein? Ich frage kurz den Piloten. David, ja. Die Frage kam auf, wie schwer darf man für so eine Fahrt sein? Das gut an. Also. So. Entschuldigung. Mir wurde gesagt, du musst in die Gurte passen. Und hier ist noch ein bisschen Luft. Also ist schon okay. Ist das nicht verdammt kalt? Nee, überhaupt nicht. Wegen der Scheibe, wobei wir halt die ganze Zeit hier oben nachbrennern. Das ist eigentlich sehr angenehm. Wie sieht's aus mit Schwanken bei Turbulenzen? Ja, nee, brauchen wir nicht. Turbulenzen wohnt da hinten. Das triggert sich. Aha. Achso, hier. Ah. Jetzt bin ich auch festgemacht. Guck mal. 1A fest jetzt. Kurze BVB-Analyse auf dem Luftschiff. Ne, da müsste ich hier abspringen. Das lassen wir besser sein. Also es ist nicht kalt. Ich habe keine Angst. Alles easy. Das macht echt Spaß. Hallo. Geiles Gerät. Ja, wie gesagt, falls ihr... Also, falls ihr dieses Luftschiff seht, macht mal ein Foto und verlinkt mich irgendwo da drauf oder auf gefester.de. Aber ich würde das gerne mal sehen, weil ich sehe es ja immer nur von innen. Also, wenn wir mal gucken,
Moment. Ist das Werbung oder Selbstbesorgung? Da steht Dauerwerbung. Ja, das ist Werbung. Moment. Ja. Das ist ein Bilderrätsel, liebe Freunde. Okay, und jetzt wieder ein bisschen Ruhe. Wie viele Runden? Eine. Turbulenzen ist auch am Start. Ja, perfekt. Wir sind gleich am Dom. Hat hier nicht mal irgendwo Dena gewohnt? Der hat doch in den Kranhäusern gewohnt. Da könnte ich dem jetzt winken auf seiner Terrasse. Na schade. Aber hier sowas ist doch immer schön. So diese alte Rheinfront. Sieht doch ganz gut aus. Rüdiger nicht so schnell. Ach, oh. In den Kranhäusern, ja. Wie kam es dazu? Naja, also am 9. Dezember launcht ja Indiana Jones und der große Kreis and the Great Circle das Videospiel. Und die haben sich einfach gedacht, Mensch, in Indiana Jones 3, da wurde ja Zeppelin geflogen. Also machen wir doch auch mal so eine geile Promotour. Die Rheinfront ist komplett neu gebaut. Ja, Mensch, verrat doch nicht alles. Guck mal da unten. Da gucken sie alle. Hallo. Jetzt weiß ich nicht, ist Indy noch da? Da hängt er. Wenn er jetzt loslässt, landet er im Rhein. Das wäre okay. Wie heißt das Luftschiff? Also der Flugname wurde eben im Chat gepostet. Keine Ahnung. Ja, guck mal, so langsam können wir doch hier Sachen erkennen. Also, das erkenne ich. Da hinten müsste die Uni sein. Dann kommen wir nachher zu Peters Wohnhaus. Da hinten ist die Messe. Ja, ich hatte ganz links. Ja, das stimmt. Beim nächsten Flug hängt sich Chris und dran. Ja, das hatte ich denen angeboten, ob man sich da nicht so einseilen kann und dann einfach da hängt. Aber das wollten die irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Allerdings hätte ich dann da auch gehangen wie ein nasser Sack. Muss man ja auch sagen. Ne? Also ich denke mal, das wird so eine Stunde insgesamt gehen. So viel Körperspannung habe ich nicht. Da. Hallo Felix. Oder auch nicht. Boah, guck mal da. Wird da Fußball gespielt? Glaube ich schon. Ich war noch nie in Köln, danke für die Eindrücke. Ja, das richtige Köln kommt ja eigentlich jetzt erst. Die Innenstadt ist ja eigentlich so da. Also das kommt ja eigentlich noch. Habt ihr eigentlich einen Transponder? Neo Flight Radar werden wir scheinbar nicht angezeigt. Aber eben hat jemand was gefunden, wo man uns verfolgen kann. Felix auf Malle. Ja! Ach ja, guck mal, da ist die Lanxess Arena. Auf Radarbox Dorta. Ja. Kann ich euch zeigen. Das hier sind ganz normale Sitze. Ja, man ist hier halt angeboten. Vielleicht ziehen wir nochmal fest. Ja. Man sitzt hier eigentlich ganz entspannt.
paar Gasflaschen. Und ja. Haben wir das A, B, C und die 6? Nee, das brauchst du da unten. Ja, das A, B, C und die 6 für die großen Köder. Da fährst du auch rein. Ah, hier ist das Schokoladenmuseum. Moment. Oh. Danke für den Resub. Ja, gut, Schmutz, sag ich immer. Also, hier rausfallen ist echt schwierig. Da musst du hier schon ziemlich rumzappeln. Weil man sitzt ja hier ganz gut. Da kommen wir jetzt auch zum Kölner Dom. Direkt daneben ist der Hauptbahnhof. Da unten, da auf Höhe von diesem gelben Haus, da habe ich mir damals mit Dennis mal eine Wohnung angeguckt, ob wir da nicht mal einziehen wollten, aber die war zu klein und zu teuer. Ihr fliegt gerade über meine Wohnung. Hallo. Ja, die Konzerthallen, die sind ja, also zum Beispiel E-Werk und so, das ist ja rechtsrheinisch. Das müsste da hinten irgendwo sein. Wenn ihr euch fragt, warum wir hier sind, ganz im Sinne von Indiana Jones and the Great Circle, fliegen wir mit dem Luftschiff durch die Gegend. Von wo wir gestartet sind, in irgendeinem Garten im Süden von Köln, keine Ahnung. Ich habe die Adresse eingegeben und ich wusste nicht, wo ich bin. So, was können wir denn hier erkennen, Freunde? Da, ja, hier waren wir auch schon unterwegs. Ach so, ja klar, da waren wir schon essen. Da waren wir zur Gamescom essen. Da müsste irgendwo Peters Brauhaus auch irgendwo sein, glaube ich. Da ist die Messe. Ja, falls ihr euch fragt, hier Gamescom und so, wo ist denn der Spaß eigentlich? Das ist da. Da ist noch der RTL-Turm und direkt dahinter ist die, wie heißt denn das nochmal, Rheinterrasse? Entschuldigung nochmal? Tanzbrunnen. Ach jo, der Tanzbrunnen, genau. Da ist immer die Bronzenparty von der Gamescom. Ist immer sehr schön, weil da kann man immer schön auf den Dom gucken. Sieht immer ganz toll aus. Ich winke die ganze Zeit. Ach Eos, Andi. Aber du winkst doch bestimmt aus Wuppert, also da Richtung, oder? Guck mal, da ist Peters Haus. Da hat Peter gewohnt. Das NFL-Studio. Ja, ich weiß nicht, ob der da in dem Turm drin ist. Ich glaube eher nicht. Guck mal, da ist der Saturn, da in dem Turm. Da ist der Saturn, da ist der Hansaring. Da hat Sepp mit Peter gewohnt. Und irgendwo da hinten müsste auch Nippes sein, da habe ich gewohnt. Wo ist denn die Uni, verdammte Axt? Die müsste doch da hinten in die Richtung sein. Zeig mal das Flugzeug. Ja, das Luftschiff. Schwierig von innen. Da ist die Nase. Da ist der Brenner. Im Saturn. Ja, die haben im Saturn gewohnt. Ich glaube, da ist das... Ist das da nicht eins der Uni-Gebäude? Ich kann es nicht genau erkennen, aber ja, irgendwo da habe ich zur Uni gegangen. Da hinten ist das Stadion, oder? Kann man aber nur so gerade erkennen. Wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Skandinavier am Dom sind, das sieht doch schon cool aus. Schon geil. Also falls ihr gerade am Hauptbahnhof auf eure Bahn wartet oder so, fühlt euch angebunden. Da geht's halt in die Innenstadt. Und irgendwo da hinten sind wir gestartet. Also so direkt runter gucken ist dann aber doch so ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Jena hat sich gesehen und gefragt, was der hängende Typ da macht. Ja, genau. Der ist noch da, oder? Indy hängt noch. Der ist da noch 1A gefesselt. Mal gucken, ob ich euch sehen kann. Jo, mach mal ein Bild. Willkommen bei der Indiana Jones, der großen Kreis Luftschiff-Tour. Ja, genau. Das ist eins der Rätsel. Welches Spiel ist gesucht? Das Bilderrätsel. Ganz schwer. Aber abgefahren, wie nah wir an den Dom dürfen. Weil ich meine, man muss ja auch sagen, wir sind immer noch in Deutschland. Hier gibt es ja auch immer noch so ein bisschen hier so Flugverbotszonen und schon cool. Dena hat wirklich eine Story gemacht. Hallo Dena. Ist ja geil. Geht ja, nee, nicht ganz. Nee, auch nicht ganz. Da ist aber schon voll. Heute ist da noch gar kein Karneval. Guck mal, da ist der BDR. Da habe ich mich mal beworben. Als studentische Aushilfe habe ich natürlich nicht genommen. Weil ich wollte Geld haben. Spoiler, ihr dürft nicht so nah ran. Ja, also das ist doch schon recht nah. Guck mal, ich kann den fast anfassen. Da. Zack. Dran gefasst. So langsam gehen dann auch hier die Lichter an, weil es dunkler wird. Das war schon ganz cool. Also ein schönes Bild. Ja. War schon geil. Hast du gerade die Spitze abgebrochen? Nee. Das war vorher schon so. Wird da schon der Weihnachtsmarkt aufgebaut? Boah, keine Ahnung. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Die machen doch jetzt erstmal, wobei doch, klar, da ist doch schon der Weihnachtsmarkt. Oder nicht? Das ist doch nicht für Karneval. Da. Das da. Das muss doch schon irgendwie so Weihnachtsmarktkram sein. Noch stehen die zwei Eier. Ja. Als Düsseldorfer den Dom anfassen. Ja, ich habe ja auch lange in Köln gewohnt. Sind die Tribünen für morgen? Aber das sind doch Dächer. Das sind doch so kleine Stände. Also das sind auch rote Dächer. Und da ist doch auch schon so ein, da ist so ein Baum, so ein Weihnachtsbaum. Wenn ihr hinten, der ist jetzt direkt hinterm Kran. Ja. Spuck mal runter. Nee, machen wir besser nicht.
Ich habe versprochen, dass wir hier nichts rausschmeißen. Oh, guck mal, das sieht ja abgefahren aus. Was ist da? Chat, was ist das? Weil da fahren ja die Autos auch so in den Tunnel rein. Es steht 7-0 für die Panthers. Die haben wirklich einen Touchdown gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Gucken ist ja nein. Hier wird nichts geschmissen, Chat. Einkaufsfeld. Ach, dein Ferienhaus. Nee. Kurz Mittagsschlaf gemacht, plötzlich fliegt Chris. Ja, guck mal, so schnell geht das. Guck mal, jetzt fliegen wir nochmal zu Felix zurück. Finde ich super. Ja, da ist der WH, der macht am 18.11. Das ist Peak und Glockenburg. Ach so. Ist ja langweilig. Da unten ist ein riesen Vogelschlag. Jetzt eine Bestellung machen. Ja, wir können ja auch Luftpost können wir ja liefern. Da habt ihr nochmal ein Stück. Wie kommt es, dass du in einem Luftschiff bist? Ja, Bethesda hat mich eingeladen und gefragt, weil sie sich gedacht haben, Mensch, so ein Luftschiff passt ja zu Indiana Jones und der große Kreis. Und dann haben wir uns in die Luft begeben. Das hier ist nicht Berlin. Nee, ich habe das schon richtig verstanden, alles gut. Nein, das ist nicht Berlin. Hallo, da ist der Kölner Dom. Wir sind doch hier nicht beim amerikanischen Fernsehen. Ach nee, Quatsch. Freunde, das ist Frankfurt. Das wissen wir doch. Wo war das denn nochmal? Naja. Wir driften gerade ein bisschen. Wechsel in die und durch ab mit dem Sitzplatz. Nee, nee. Ich hoffe nicht, also ich hoffe nicht, dass wir uns mit dem Sitzplatz abwechseln. Ich sitze hier echt gut. Da ist ein Fluss, das ist Hamburg. Klar, aber ich kann es vergessen. Das Baumkräne. Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, ja, bei Jane wäre ich wieder unsicher. Link mal Eos an, der steht auf der Domplatte. Ach so, der ist auf der Domplatte, ja, Moment. Da ist der Eos, da ist er, hallo. Allerdings sieht er uns wahrscheinlich gerade nicht. Aber ob das da ein Baukran ist, Freunde? Ich glaube, ja. Ich würde sagen, ja. Da sind sogar, da ist sogar der in Rot auf. Wir haben ja hier sogar Weiß, Gelb und Rot. Da muss man sagen, Rot sind die Hauptbaukräne. Das sind die Chefs unter den Baukränen. Die Kranplätze verdichtet. Ja, ich hoffe, das kann man sich ganz gut angucken. Da sieht man das ganz schön, wie verdichtet der Kranplatz ist. Das ist auch wichtig. Das ist die Mikwa, ein jüdisches Museum. Ach, abgefahren. Regt sich jetzt an dem Wort Baukran auf. Ja, genau. Ich finde aber von oben kann man diesen Gürtel, diesen grünen Gürtel ganz gut sehen.
Die Kräne in der Hierarchie wie Sturm. Ja, ja. Das baut meine Firma gerade. Ach so, ja, natürlich. Wie hoch wir sind, habe ich gerade geguckt. 800 Fuß. Da kann man das sehen. 855 Fuß. Aber geht schon gut runter. Was hilft gegen Höhenangst? Brille abziehen. Ja, weiß ich nicht. Dann ist man ja noch unsicherer. Ah ja, genau, guck mal. Heute ist aber nicht viel los. Das ist doch hier Fußgängerzone, oder nicht? Da hängen auch schon die Lampen. Kann man so ein bisschen sehen zumindest. Da die Lämpchen. Da nicht so viele unterwegs. Schon sich alle verborgen. Ach da, guck mal an. Das da kenne ich doch. Hier haben wir mal, in der Meierschen haben wir hier mal eine Autogrammstunde für unser Buch damals gemacht. Boah, ist das schon lange her, ey. Nicht so tief, Christian. Nee, wir sind ja nicht so tief. Wir sind 825 Fuß hoch. Das ist schon okay. Bis über der Oper. Wo ist Oper? Ja? Plant ihr nochmal eine Live-Tour in Köln? Aktuell nicht. Das ist zeittechnisch aktuell nicht drin. Guck mal, da ist doch der Weihnachtsmarkt auch schon aufgebaut. Ja. Da siehst du die kleinen Hütchen ja auch alle schon. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich war so viele Jahre nicht auf dem Weihnachtsmarkt, weil es halt immer das Gleiche ist. Aber dieses Jahr habe ich irgendwie mal wieder Bock. Berlin hat sich ganz schön verändert. Ja, ist irgendwie freundlicher geworden, ne? Die Berliner Frohnatur, wer kennt sie nicht? Ich zum Beispiel. Der in Siegburg, der Mittelaltermarkt, ist schön. Ja, aber da fahre ich jetzt nicht unbedingt für hin. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die einfach für einen Weihnachtsmarkt quer durch Deutschland fahren. Da gehöre ich jetzt aber nicht zu. Wenn ich in Köln wohne, gehe ich in Köln zum Weihnachtsmarkt. Wenn ich in Düsseldorf wohne, gehe ich in Düsseldorf zum Weihnachtsmarkt. Gleich darf in die sitzen Chris Baumel. Ja, nee. Ja, Cockpit-Tour ist schwierig, weil Cockpit ist halt, ne, hier kannst du deine Füßchen hinstellen. Dann haben wir da so ein paar Gerätschaften. Wenn an dem Seil gezogen wird, wird da halt ein bisschen mehr Gas gemacht. Das war die Cockpit-Tour, liebe Freunde. In Gießen auf dem Weihnachtsmarkt gibt es bestimmt kein Glühwein. Ja, wahrscheinlich. Ja, warte mal, das ist doch der... jetzt komplett falsch, das ist doch der Aachener Weiher, oder nicht? Ja, sehr. Da haben wir diverse Male gegrillt und so im Sommer, früher. Und ein Bierchen getrunken. Oha. Da wird auch gerade Fußball gespielt. Haben die gerade an? Nee. Kann ich ganz erkennen. Diesmal Tor jetzt. Okay, wir neigen uns gerade ein bisschen nach vorne.
entdeckt, teilt gerne eure Bilder mit dem Hashtag IndieAroundEurope. Ja, sehr gerne. Also wenn ihr... Ups, falsche Richtung. Also wenn ihr dieses Luftschiff hier mal seht, macht mal ein Bild oder so und verlinkt entweder Bethesda.de oder mich oder Hashtag IndieAroundEurope. Wenn ich nachher gelandet bin, gucke ich mir das mal an. Wirklich mal interessiert. Hallo. Eine Frage habe ich tatsächlich. Sag mal, David, ja. Wie steuerst du eigentlich genau die Richtung? Rechts. Rechts, links? Genau. Okay. Also Richtung steuern, Chat, ist ganz einfach. Links rum, rechts rum. Ja, sieht man auch ganz gut. Ja, jetzt nehmen wir uns rechts. Ah ja. Na gut, das ist simpel, ne? Ich glaube, Fliegen ist nie immer so die Schwierigkeit. Starten und Landen, das ist immer so das Blöde. Hat dich der Pilot gefragt, ob du auch einen Fahrschein hast? Nee, wir fliegen hier heute schwarz mit. Da liegt man in Bayern. Was ist denn da reingefallen? Ach so, ja klar. Da liegt der, der in der vorigen Tour hier drin war. Rausgefallen, den Weiher geklatscht. Geil. Ja. Aber jetzt kommt der Wind ein bisschen hoch. Guck mal hier. Das war früher mein absoluter Albtraum im Fußballverein. Ascheplatz. Boah, hab ich das gehasst, ey. Schön im Sommer, wenn der Staub trocken ist. Rennen, überall Aschestaub und wenn du dich hinschmeißt, kannst du eigentlich direkt, kannst dich komplett einreiben. Hier mit Wundsalbe. Ja, hier bin ich immer mit dem Bus zur Uni lang gefahren. Das heißt, irgendwo da vorne muss Ehrenfeld sein. Was ist denn? Achso, da ist wieder der Dom. Macht der Ballonfahrer das hauptberuflich und was muss man dafür lernen, sowas machen zu? Ich frage. David? Ja. Macht man das hier hauptberuflich? Ich mache das nicht einfach. Und lernt man das? Also, beziehungsweise, was braucht man da für Voraussetzungen? Ich sage einfach, ah ja, sowas gibt es. Und dann Verweigerung. Ah ja. Okay, also. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Aber er macht das hauptberuflich. Und du brauchst natürlich einen Schein und eine Erweiterung für diese Luftschiffe. Das kannst du nicht mal eben so fliegen. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Nehmen wir mal wieder um. Das ist schön. Es ist kalt da oben. Nö. Ja, warte. Ah. Ist nicht kalt. So, kommen wir denn jetzt mal langsam hin. Da ist das Kino. Da ist das Kino, der, wie heißt das hier in Köln? Cinedom, ne? Saal 1 ist richtig geil, aber ist mir immer viel zu voll. Wo ich ganz gerne zwischendurch mal war, das ist aber eher so hier irgendwo, ist der, das Residenz.
bist gerade über uns geflogen. Ach krass, hallo. Vermisst du die Zeit in Köln? Ja, schon so ein bisschen, als wir, wir haben ja mal mit allen fast hier gewohnt. Also Jonathan nicht, aber Sepp, Peter, Dennis und ich, wir haben ja eigentlich alle mal in Köln gewohnt und konnten uns da eigentlich dann immer easy treffen, abends was machen. Da war schon eine coole Zeit. Dafür habe ich halt mit meiner Frau weit auseinander gewohnt. Ja genau, da ist der Mediapark. Ja, warte mal, von wo bin ich denn dann immer gekommen? Also da ist diese geile Ampel. Wenn du von der Autobahn kommst, musst du da durch diese Schlange durch, um dann da zum Kino zu fahren. Da ist immer voll. Jetzt gerade geht's sogar. Weil du stehst immer bis über die Kurve eigentlich. Ich will gar nicht wissen, wie voll das hier morgen wird, wenn der Karneval losgeht. Kommt ihr noch über Rodenkirchen? Wo ist das dann? Kann ich dir nicht sagen. Also ich glaube, wo wir hin wollen, ist irgendwo da hinten. Ah ja, dann ist hier der... Hier ist ja jetzt auch nur noch 30, ne? Da ist der Hansaring. Der Mediapark. Schon cool. Ich könnte mal wieder ins Kino gehen, fällt mir gerade ein. Die letzten Indiana Jones habe ich auch im Kino gesehen. Ich fand den ganz okay. Mein Harrison Ford ist halt nicht mehr der Jüngste, ne? Was kostet der Spaß? Das Kino war teurer geworden, 16 Euro. 30 und einspurig, Drecksradfahrer. Ja, aber pass auf, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, dann ändert sich die Perspektive, kann ich dir aus Erfahrung sagen, um 180 Grad, nee, andere würden sagen um 360 Grad. Dann denkst du dir immer, die scheiß Autofahrer, die so nah an mir vorbeifahren. Das ist wirklich so. Aha, guck mal da, haben wir direkt gesehen, der parkt auf der Fahrradspur und der Fahrradfahrer musste drum rumfahren, da, gefährliches Manöver da. Schon wieder, da, muss außen rumfahren, da kommt ein Auto, wo du gerade noch mal nicht verunfallt. Field Goal Panthers. Dankeschön, dass ich hier so am Laufenden gehalten werde. Ah, die Flugsicherung rückt irgendwas. Aber die sind immer so leise. Oh! Guck mal da, Chat! Na? Wer kennt das pinke Gebäude? Pass auf, also wenn wir da... Dann müsste doch das Pascha sein, oder? Das heißt... Da hinten habe ich mit Dennis irgendwo gewohnt. Was kostet so ein Flug? Keine Ahnung. Dann müsst ihr hier den Betreiber mal fragen. Die machen das für so Werbeaktionen immer. Da in dem Pinken arbeitet deine Mom, okay. Du hast ja in Ordnung. Wieder in Gera, ich weiß nicht, wann wir wieder in Geroldstadt sind. Immerhin gute Rheinseite. Ja, für Köln schon. Für Köln schon. So, hier ist nochmal der Media Park. Hallo. Ach, guck mal da, da fährt der Regio, oder? Bist du alleine in dem Ding? Kein Peter. Ja, hier passen nur zwei Leute rein. So.
Also irgendwie muss das sein. Da hinten ist doch die Autobahn. Kann man die sehen? Ja, da. Da ist die Autobahn. In die Richtung, wo man... Geht aber schon runter. Indiana Jones erscheint am 9. Dezember, werde ich auch einen Stream zu machen zum Spiel. Ich kann auch schon sagen, dass wir uns die Collector's Edition angucken werden. Da freue ich mich schon. Neben dem Pascha ist ein Döner-Drive, der ist ganz gut. Ja, ja. Wir haben letztens, als wir in Gerolstein waren, haben wir ja einen Wecker-Drive-In gefunden. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Gibt es noch die Bilder, wie das Ding von außen aussieht? Ja, da hoffe ich bei euch drauf. Da bin ich ein bisschen auf euch angewiesen. Aber wir werden wahrscheinlich auch noch ein Reel oder ein Short dazu machen. Und Bethesda selber macht auch noch Bilder. Wir haben jetzt zum Beispiel hier noch eine GoPro dran. Nee, andersrum. Am 9. Dezember ist Geburtstag. Ja, ist doch perfekt. Hängt der noch? Was ist denn da los? Was ist das denn? Indy, wo bist du? Da! Indy ist noch am Stissel. Neben dem Pascha habt ihr mal die brachliegende Industriefläche bebaut, beplant. Fürs Architekturstudio. Aha. Muss aber ganz ehrlich sagen, also da kann man wieder das. Moment. Zeigt mal drauf. Da hinten kann man das Stadion wieder erahnen. Auf Bild. Lass mich nicht lügen. Aber ich glaube, da in dem Gebäude, in dem größeren Betonding, da habe ich die ersten 2 Wochen in Köln gewohnt. Bei einem Kumpel bin ich da untergekommen. Da ist doch direkt eine Feuerwache neben. Super. Also nachts schlafen muss ich schon können dann. Also ist kein Front an die Feuerwache, aber ist schon laut. Drehst du nicht die Eierlein ab? Nö. Also durch die Scheibe hier, pass auf, warme Zone, Windzone. Das ist schon okay. Wir haben eine Scheibe. Weiß es allerdings nicht, was das hier ist. Chat, wo sind wir hier? Das sieht ganz schön aus. Aber alles nach Büro geholt. Energiezentrale. Ach, guck mal an. Also es ist ja schön, dass die Begrünung auf dem Dach haben, aber wo ist denn hier die Photovoltaikanlage? Aber Begrünung auf dem Dach, Leute, kann ich euch sehr empfehlen. Haben wir auf der Garage. Und selbst wenn die Sonne da drauf ballert, ist das schön kühl. Ah, oh, guck mal hier. Das typisch deutsche Schrebergärtchen. Da war ich als Kind immer bei der Oma von einem Freund von mir. Fand ich immer ganz süß. Boah, guck mal da. Da wohnt der mit dem größten Garten. Ist aber schon ganz schön aufgeräumt. Blaue Zeppelin. Nee, Chat. Das heißt Luftschiff. Luftschiff, nicht Zeppelin. Das ist was anderes. Was haben die für Villen auf dem Schrebergarten? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist aber ganz schön viel. Da ist ja auch noch, das ist alles Schrebergarten hier. Ja, definitiv. Also dem Haus da habe ich auch mal gewohnt. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Etage, wie 16. oder sowas.
zusammen die Basketball-Fußballplatz. Wir haben auf jeden Fall hier Photovoltaik drauf. Aber wir sind ein bisschen runtergegangen, wir sind nur auf 600 Fuß. Ein Zeppelin hätte oben drin ein Skelett, sodass der Auffangbereich immer ausklebt. Ach, guck mal an. Das ist eine BWL-Schule, als ob. Da musst du zu ADS Exchange. Wie teuer war die Wohnung? Da drin war überhaupt nicht teuer. Da haben wir uns die Wohnung auch zu dritt geteilt. Also da habe ich nicht viel bezahlt. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wie viel. Richtig einzeln zum ersten Mal gewohnt, habe ich jetzt verpasst. Habe ich in Nippes. Da habe ich auf 24 Quadratmeter damals gewohnt für 400 Euro. Oh oh, der Propeller ist aus, Freunde. Ich glaube, wir gehen runter. Also geplant, Chat, also keine Panik. Hier, wir gehen doch runter. Stimmt, 150 D-Mark. Hallo, so lang, so alt bin ich auch nicht. Hab mich da eingezogen, 2009 bin ich da eingezogen. Aber es waren ja auch nur 2 Wochen. Also 2 Wochen in der Wohnung zu drin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Wo ist euer Flugplatz? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hin wollen. So, da. Keine Ahnung. Dann da auf der Wiese hier vor den... da hinten? Ja. Ah ja. Also nicht da ganz hinten, direkt hier vorne. Vor dieser okay. Da wollen wir landen, Chat. Da wollen wir landen, wurde mir gerade gesagt. Und ich habe unterschrieben, dass ich nicht rausspringe, bevor man mir nicht sagt, dass ich aussteigen darf. Fand ich wild. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass solche Sachen immer erst im Nachhinein aufgesetzt werden. Challenge auf dem Dach landen. Wovon? Also auf welchem Dach? Vielleicht da auf dem Flachdach. Oh nee, lass mal. Also wir lassen jetzt wirklich so gesehen einfach... Die warme Luft wird jetzt einfach ein bisschen rausgelassen, so gesehen. Und wenn die Luft kühler wird, dann sinken wir halt. Und dementsprechend kommen wir gleich runter. Ich glaube, da unten werden wir schon erwartet. Die kenne ich doch. Hallo. Da wollen wir hin. Daumen drücken, dass wir morgen noch eine Runde fliegen können. Ach. Wenn ihr jetzt landet, wie macht das Indy unten drunter dann? Ey, das ist eine sehr gute Frage. Wo ist der denn? Da ist er noch. Also so direkt von oben sieht das aber auch ganz cool aus, muss ich sagen. Das ist schon nice. Indy nicht, da ist doch eine Hochspannungsleitung. Ach, guck mal da. Da rennt ein Kameramann rum. Da. Der hat doch eine Kamera drauf. Für kein Geld der Welt würde ich mich da unten dranhängen. Also, wenn man aus der Kabine hier rausguckt, wird es auch kalt. Dass der Bot... Oh, ihr seid vom Bot echt getimed worden.
Habt ihr etwa links gepostet? Darf man mit so einem Luftschiff überall starten und landen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wir haben ja hier auch... da kann Chris direkt einen neuen BMW mitnehmen. Echt? Ich hätte gern i5 Touring. Können wir den mitnehmen? Ja. Würde ich nehmen. Aber es war ein sehr, sehr cooler Rundflug. Warte mal. So. Da sind so Bäume. Wir driften jetzt hier ein bisschen. Und dann wollen wir da vorne rein. Monate, ja moin, dankeschön. Zu tief. Nee, nee, wir müssen ja noch tiefer. Der dreht jetzt und dann gibt der Gas und dann landet man. Keine, ach Quatsch, keine Kapriolen hier. Das könntest du hier machen. Im Notfall raus da. Wollt ihr mich veralbern? Also wir sind immer noch 260 Fuß über dem Boden. Das ist immer noch relativ hoch. Ja. Selbst wenn du da in den Sandhaufen reinhüpfst, dürfte ein bisschen wehtun. Haha. Jetzt bin ich gekurbelt. Oh. 250 Fuß noch. Ich finde aber schön, dass die Leute sich da auch so mitten auf die Fläche gestellt haben. Oh. Chat, der Motor ist aus. Okay. Motorfehlfunktion. Aha. Ah, doch wieder. Ist vielleicht besser. Sind wir hier nicht noch sitzen? Ja, theoretisch kannst du zu viert hier rein. Aber hier sind noch Gasflaschen hinten drauf. Also gerade kann hier keiner zu viert sitzen. So, pass auf, Indy. Ich will jetzt gucken, wie du landest. Ja. Also das letzte, was ich hier gerade auf dem Kopfhörer gehört habe, war ja, passt. Fliegen ja, Land rein. Ja, deswegen wird hier auch immer wieder. Die wird auch immer wieder nachgeflammt. Ja. Ah, sieht schon cool aus. Geile Sicht. Oh, jetzt ist schön warm. Oh. So, da wird der Indy entgegengenommen, glaube ich. Wir müssen nach links wieder, der klatscht gar nicht auf den Boden, der Arme. Müssen wir noch was nach vorne oder sind wir nicht frei? Da kommt der. Bitte? Ja. Ach, soll ich ausnehmen? Hier. Ja, dann ist er frei. Der Indy wurde abgeworfen. Yeah. Tschüss, Indy. So, Freunde, wir sind 1A gelandet. Und ganz an. Hätte ich beide Hände frei, würde ich applaudieren. Cool. Haben wir die. Wir warten noch, bis wir die finale Landeposition erreicht haben, Chat. Ja, wir haben sie erreicht. Haben wir erreicht? Ja.
cool, das heißt, darf man hier das. Du möchtest du schon aussteigen? Und ist es schon? Nee, möchtest du aussteigen? Ja. Dann kann. Möchte ich nicht? Ich möchte noch nicht aussteigen, Chat. Was mache ich hiermit? Ich mache kurz noch ein Foto. Bitte. Ich mache Fotos, Chat. Noch nicht so tief runterziehen, warte, bitte. Wir machen gegen. So. Stefan. Super. So, Chat, theoretisch stehen wir. So, dann. Magst du das einmal kurz nehmen? Upsa. Einmal kurz aussteigen. David? Oh. Bleibst du jetzt hier sitzen? Wir lassen jetzt die Luft raus, das kannst du auch von draußen noch filmen eben. Ja, trotzdem schon mal. So. Vielen Dank. Wir gucken mal eben. Dann können wir das Ding mal von außen sehen. Entschuldigung. So, da haben wir drin gesessen. Okay. Ja, ja. Da wird jetzt die Luft rausgelassen. Da haben wir drin gesessen. Und guck mal, wie schnell das geht. Guck dir das mal an und tschüss. Dude. Ja. Und Bums. Das muss so. Das geht schneller als erwartet. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das war sehr cool. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja, dann wird das jetzt zusammengefaltet und kommt dann da hinten ins Auto rein und dann. Boah. Das war echt cool. Also muss ich schon sagen. Hat besser geklappt, als ich dachte. Es war nicht so kalt. War wunderschön. Das war sehr, sehr cool. Sagen wir noch. Danke. David, danke schön. Ja, für den Flug. Ach, geh du mit. Ja, jetzt habe ich es schon halb aus. Vielen Dank. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, freut mich. Ihr fliegt aber nochmal, dann versucht ihr nochmal morgen. Morgen wird es nichts werden. Wegen zu windig. Ja. Lieber Chris, da du Stefan. Jetzt offiziell. Oh mein Gott, Chat, wir kriegen. Luftfahrer bist. Ja? Ich bin jetzt Luftfahrer, ich bin ja nur mitgefahren. Ja. Haben wir noch eine Kleinigkeit zum Denken für heute als Abend. Ob. Guck mal, Chat, wir haben Champagner bekommen. Für den Jungfernflug. Ja, vielen, vielen Dank. This is Games Marketing, ja. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr gerne. Chat, ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Denkt dran, am 9. Dezember erscheint Indiana Jones and the Great Circle für Xbox und Windows. Und ich werde mir das auch im Stream auf jeden Fall geben. Da seid ihr dann hoffentlich auch dabei. Das war ein kurzer Rundflug über Köln. Es hat sehr Spaß gemacht. Und es wird auch noch andere Aufnahmen dazu geben. Ja, wie viele Anrufe gab es jetzt wegen Indy? Ja, weiß ich nicht. Da musst du selber mal bei der Feuerwehr anrufen. War sehr cool. Ja, fand ich auch. Ich werde jetzt wieder nach Hause fahren und dann sind wir schon fertig mit Luftschiff fliegen. Das war's aus Köln. Alle loben. Danke, dass ihr reingesappt habt und mit dabei wart und zugeguckt habt. Hat sehr Spaß gemacht. Danke auch nochmal an Bethesda für dieses Event. Und heute Abend gibt es zum Abendessen ein bisschen Shampoos. Würf-Klikott. Brut. Weiß nicht, was Brut ist, aber der war ein guter. Ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und bis spätestens morgen Abend, würde ich sagen. Da ist auch wieder ein Streamchen geplant. Ich kann leider nicht raiden. Also wenn das einer der Mods machen könnte, wäre das super. So. Für den ersten Stream, so IRL, war das ganz gut. Können wir. Geil. Dann raidet bitte gerne. Ihr wisst ja so wen, ne? Und bis morgen. Tschüss. Brutal. Ja, genau, das ist der Champagner. Bye, bye. Ihr habt geradet, ne? 3, 2, 1. Tschüss.